Rednerin, unsere nächste, Daniela Nischig, Pfarrerin vom Evangelischen Blindendienst in Berlin, vorstellen zu dürfen. Sehr Spaß. Hallo, danke, dass ich heute hier etwas sagen kann. Ich habe das aufgeschrieben, aber ich gebe Mühe, es jetzt auch frei zu sprechen. Als ich ungefähr 16 Jahre jung war, da las ich das Buch Die 40 Tage des Musadag von Franz Werfel. Dieses Buch berichtet über den Völkermord an den Armeniern. Ich war 16 Jahre alt und ich dachte, das ist sehr schrecklich, aber es ist ja Vergangenheit. Leider habe ich das nur damals gedacht. Heute stehe ich hier und bin entsetzt über die fortgesetzte deutsch-türkische Militärfreundschaft, die das Auswärtige Amt seit über 100 Jahren fortsetzt. Diese strategische Partnerschaft tötet. Sie tötet wie damals Armenier, so heute Kurden, Assyrer, Jesiden, Christen, Liberale. Einfach, sie tötet Menschen. Und ich möchte der Bundesregierung sagen, wir müssen aufhören mit der Unterstützung von Mördern. Wir müssen aufhören mit der Unterstützung von islamofaschistischen Gruppen wie IS und Nusra und des Erdogan-Regimes. Denn in Syrien sind jetzt zurzeit in Afrin 1 Million Menschen von Völkermord bedroht. Der Herr von Medico International hat gerade alles aufgezählt, was an Kriegsverbrechen in Afrin zurzeit läuft, durch die türkische Armee und Al-Nusra und IS-Kämpfer. Deshalb fordern wir Schluss mit den Waffenexporten, Schluss mit der finanziellen Unterstützung des Erdogan-Regimes, Schluss mit dem Geldtransfer, das angeblich für Flüchtlinge sein soll und tatsächlich als Sold für IS-Kämpfer benutzt wird. Es reicht. Und was brauchen wir? Was brauchen wir? Wir brauchen humanitäre Hilfe für Rojava, für Afrin. Wir brauchen ein sofortiges Flugverbot für Afrin und ganz Nordsyrien. Wir brauchen eine neue Politik gegenüber der Türkei. Zum Beispiel, dass Deutschland sich einsetzen würde im Rahmen der EU für neue Friedensverhandlungen innerhalb der Türkei zwischen kurdischen Parteien und der türkischen Regierung. Das müssen wir fordern. Und außerdem innenpolitisch, ich möchte unserem verehrten Innenminister, noch Innenminister, Herr de Maizière, Herr de Maizière, die Kurden sind nicht unsere Feinde. Meine kurdischen Freunde sind keine Terroristen. Die Leute, die nach Schengal sich durchgeschlagen haben, um tausenden Jesiden das Leben zu retten, das sind keine Terroristen. Deshalb sprechen Sie nicht mit den islamischen Verbänden wie DITIB, sondern sprechen Sie mit liberalen linken Kurden, sprechen Sie mit orientalischen Christen, sprechen Sie mit den Verfolgten, mit Aleviten, damit wir hier in Deutschland eine friedliche, demokratische Gesellschaft behalten. Ich danke euch, Kurdinnen hier in Deutschland. Verliert nicht den Mut, wir brauchen euch. Und ich möchte für die Menschen in Afrin hoffen, dass der Friede von Jesus Christus sie festhält, sie begleitet, sie ermutigt. Khwade Ashtiu Jian, Khalki Afrini, Bipariza, Uriskarbeka.
Serczewa. Per Daniela Nischik, per Persa Koren Klisa Evangel. Wir bedanken uns nochmal bei Daniela Nischik vom Evangelischen Blindendienst in Berlin.